Hallo und willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. So ist es richtig. TES64 wurde vom Markt genommen. Ich wurde gerade überrumpelt von dieser Nachricht. Wir spielen weiter Game Dev Tycoon. Wir machen unsere 17. Engine. Unser letztes Spiel wurde schon... Ja, wir haben ein Achievement gewonnen. Über 1 Million reingesteckt in der Engine. Aber wir haben ja 12 Millionen Umsatz gemacht mit unserem Spiel und wir werden eine direkte Fortsetzung wagen. Das heißt wagen, also die Fortsetzungen sind eher... Kann man machen. Okay, wir haben hier erwachsen, groß. Ja, nennen es natürlich hier ganz bösartig Killer 2. Wir haben eigentlich bald bloß noch Zweier Spiele. Und Action und Casual wäre blöde. Dann könnten wir Action und Simulation mal ausprobieren. Strategie ist für das hier doof, für die M-Box. Okay. Dann gucken wir mal Unterschied 16. Ja, wir nehmen es trotzdem nochmal. Und nehmen die neueste Engine. Ja, und starten die Entwicklung. Ja, starten die Entwicklung. Nochmal, jetzt. Okay, jetzt funktioniert's. Besonders gut auf Spiele mit neuen Themen. Ja, okay, haben wir nicht. Es ist definitiv kein neues Thema. Also für uns zumindest nicht. So, Killer Action. Ich würde sagen, wir machen alles mal so ein bisschen. Außer das hier, glaube ich. Dann würde ich sagen, machen wir das hoch und das Gameplay hoch. Ich denke mal, wir brauchen Mod Support. Können wir auch noch reinhauen. Kostet ja nur Geld. Ist er schon wieder müde hier? Hätte ich den noch in Urlaub schicken sollen, bevor es losgeht. Das Gute ist, das kommt jetzt hier noch zur Messe, wird hier noch schön vorgestellt und dann kriegen wir da ein bisschen mehr Hype, hoffe ich. Wir sind jetzt bei Hype 10. Ja, da geht schon ein bisschen mehr ab, wie das letzte Mal. Und wir schauen mal. Hype 83 und hier haben wir uns auf Platz 32 haben wir es geschafft. Jede Menge Leute besucht. 638.000. Die TES wird nicht mehr unterstützt. TES64. Schauen wir mal, ob wir hier was Neues haben. Nein. Dialoge brauchen wir da nicht. Da machen wir ein fettes Level-Design und vielleicht auch hier die künstliche Intelligenz mal hoch. Ist nicht mal ganz so, dass man nicht ganz so schlecht abschneiden. Hier so ein Spiel mit, keine Ahnung, Viererwertung. Hatten wir zwar noch nie. Nee, hatten wir noch nie. Aber kann ja immer das erste Mal sein. Sound, natürlich. Danke, danke für deine Zeit. Sehr schön. Gaming World, ja. Unterschiedliche starke Entwicklungs, blablabla, blublublub. Sound sei sehr wichtig. Richtig. Sound ist wichtig. Gut. Sound. Wenn ich schon sage Sound, dann machen wir auch alles auf Sound. Die Spielwelt. Boah. Ja, Schlauchlevel, ne? Ist auch simuliert. Und jetzt bin ich ein bisschen überfordert damit. Und ich mache den Sound eigentlich. Gucken wir mal, ob die Kim das besser kann. Und die kann das besser. Dann soll die das auch machen. Virtuelles Wirtschaftssystem. Keine Ahnung für was. Aber wir hauen es rein. Was soll's. Alles rein. Da muss man sich keine großen Gedanken eigentlich machen. Bei dem Hype und bei den Fans alles bestens. Wir brauchen halt immer Forschungspunkte, ne? Und die Forschungspunkte werden generiert mit der Forschungsanzahl meiner Kollegen. Aus dem Grund könnten wir jetzt auch mal einen feuern und einen neuen Kollegen einstellen, die da vielleicht ein bisschen höher sind. Wir gucken uns gleich mal die Arbeit an, würde ich sagen. So, wir stellen das jetzt mal fertig. Jetzt hat es halt einen Bug. Mensch! Die Stacy hat einfach mal einen Bug reingehauen. So, das veröffentlichen wir. Natürlich haben wir eine neue Forschung. Wer hätte es sonst nicht gedacht? Surround. Dynamische Umgebung.
Können wir nicht forschen, okay. Spielbericht erstellen. So, schick mal bei Ihnen erstmal in Urlaub dann. Ah, das scheint ja richtig gut auszusehen. Wird auf jeden Fall besser. Obwohl wir da auch keine Infos hatten. Aber 887, sehr schön. So, ab in den Urlaub. Wir schauen mal unsere Arbeiterliste an. Mitarbeiterliste. So, da wäre einmal ich. Dann hätten wir hier John Jenkins, Technologie-Freak. Forschung ganz schlecht. Ja, dann hätten wir hier Design. Stacy. Oh, Stacy ist auch ganz mies. Zahlen wir auch schon 69.000. Ja. Die verdoppeln sich irgendwie. Danny Beverly. Tammy. Ja, okay, dann ist die Entscheidung eigentlich fast klar. Ich. Nein. John Jenkins, mit einer echt miserablen Forschungsrate. Oder Stacy. Ich glaube, wir kloppen Stacy. Wir kloppen erstmal Stacy, denn ich will. Obwohl wir schauen. Nein, wir. Okay, wir geben jetzt 2 Millionen mal für so ein. Ja. Für alles guten Spieler, Programmierer oder Designer, je nachdem. Können wir da, wenn wir noch eins, glaube ich, einen Forschungspunkt bekommen. So, jetzt haben wir hier Forschung, ist natürlich jetzt schlechter. Okay, 400, 500. Technologie, Forschung. Oh, das ist richtig gut. Design, Technologie, ist ja auch alles nicht so der Brecher, ne? Oh, das ist hier richtig gut. Kevin. Ja, willkommen im Team, Kevin. Nö, kein neues Thema. Ich wollte eigentlich, dass du trainierst. Eine schöne Einarbeitung machst. Ja, natürlich hat es Goldstatus erreicht. Wer hätte es gedacht? Forschen. Wir machen noch die dynamische Umgebung. Ich weiß gar nicht, ich habe auch da nie irgendwie Killer. Ist gute Kombination. Okay, auf jeden Fall mal besser. Ja, Kim muss noch ein bisschen Potenzial ausschöpfen. Ich habe auch noch nie 2D-Spiele. Den feuern wir jetzt auch. 2D-Spiele weiterentwickelt. Machen wir noch komplexe Algorithmen und schauen mal, was wir da bekommen. Okay, was haben wir? Eigentlich nichts mehr. Wir machen eine neue Engine. Und in dem Fall schreiben wir oben gar nichts mehr hin. Das ist jetzt einfach unser 18. Das haben wir alles raus. Das braucht man nicht. Die dynamische Umgebung wollen wir drin haben. Und natürlich den Surround Sound. Ich glaube, der ersetzt nicht den Stereo Sound. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Deswegen lasse ich ihn mal drin. Ob das ein Zusatzfeature ist oder ob das das ersetzt. So, wir schauen mal. Oh, 688, das ist natürlich genial. Boah, das ist ja noch, Amy ist ja noch genialer. Samuel, ja, Samuel geht. Was, 37.000, was ist das? Nee. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall hier Glory Huff. Nee, Amy. Amy ist Bombe. Amy will ich haben. Wir stellen Amy ein und trainieren die direkt mal zur Einarbeitung. Dann machen wir die nämlich zur coolsten Socke. Okay, jetzt müssen wir doch nochmal gucken, die Mitarbeiterliste. In dem Fall will ich noch einen Designer feuern oder jemand, der... Ja, nee, James ist gut im Design. Susie Manley.
Tammy haben wir erst eingestellt. Kevin. Okay, ich glaube, Susi muss dran glauben. Wir kloppen Susi raus. So leicht feuert ein Mitarbeiter. Das ist ja traurig. Demo-Film, genau. Wir wollen nämlich noch jemand aus dem Design. Danach müssen wir auf jeden Fall ein Spiel. 13 Millionen nur. Ein Spiel programmieren. So, Designer. Oh, 715 schon. Aber halt die Forschung schlecht. Oh, Amanda richtig gut. Nein. 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 Ja, Amanda ist es. Ich habe halt ein reines Frauenteam. Einarbeitung. So. Kann ich irgendjemand in den Urlaub schicken? Ja, sie kann ich in Urlaub schicken. Sie nicht. Und sie auch nicht. Okay, die arbeiten sich ja auch gerade erst ein. Wir sollten jetzt aber auf jeden Fall noch ein Spiel raushauen. So, die Spielengine ist fertig. Meine Mitarbeiter sind ziemlich kaputt. Jetzt ist halt die Frage, ob wir das jetzt... Ja komm, wir wagen es. Wir wagen es jetzt einfach. Dann wird es vielleicht mal ein richtig mieses Spiel. Cops haben wir da noch. Verbrechen und Abenteuer. Für Erwachsene. Und das war auch richtig schlecht. Das ist eine ganz schlechte Kombination. Sehe ich da gerade. Dann machen wir doch aus Verbrechen Rollenspiel und Abenteuer. So ungefähr. Mal gucken, ob das besser wird. Das PlayStation 2 System. Die neue Engine. Und das ist sozusagen fast ein neues Spiel. Auch für Erwachsene. Ja, das machen wir groß. Da geht es gar nicht so sehr um das Geld, was das kostet, diese 2 Millionen, sondern einfach um die Zeit, wo das Ding braucht. Gambling wird vom Markt genommen, okay. So, und jetzt haben wir wieder das Problem. Verbrechen, Rollenspiel, okay. Das muss natürlich hoch, das bleibt hier. Das machen wir hier, so. Dann brauchen wir technisch visiert oder... Das ist eine gute Frage, ne? Kevin Flynn vielleicht. Da haben wir nämlich keinen Mitarbeiter hier. Und der Romeo. Ne, machen wir so. Ja, hoffentlich. Ja, das müsste ja direkt wieder zur G3 präsentiert werden. Wir wollen ja eigentlich jetzt mal langsam so in die Forschung auch gehen, ne? Schon wieder so ein Brief. Ja, großzügigerweise will er einen Haufen Geld mir überweisen. Wir zahlen es nicht vor Gericht an, vielleicht einen Betrag. 90% Chance. Ja, unsere Fans mobilisieren. Für was haben wir sie denn? Die sind ja nicht nur da, um unsere Spiele zu kaufen, sondern die können uns auch mal unterstützen. Dialoge, Level Design, ja, künstliche Intelligenz wird wahrscheinlich nicht benötigt. Dann setzen wir Beverly Kim. Ich brauche hier Pause, oder besser gesagt, wir müssen unterstützen. Oder noch besser gesagt, das Feld muss sie nicht übernehmen. Schauen wir mal hier, G3. Oh, mehr, viel mehr, oder? Ne, 39, 59, 70. Jetzt sind wir in, jetzt sind wir im richtigen Bereich. So, letztes Mal waren wir 31, glaube ich. Platz 31 und dieses Mal sind wir Platz 23. Wird immer besser. Unser Hype steigt. Freuen sich alle wahnsinnig auf das Spiel. Der Gambling wird nicht mehr unterstützt. Dafür habe ich nie ein Spiel rausgebracht. Wir haben unsere Fans aufgefordert, öffentlich gegen All Your IP Belong to Us vorzugehen. Wir haben gekämpft. Wir haben sie nicht nur gezwungen, ihre Ansprüche zurückzunehmen.
Wir haben auch 17.000 Fans und die Bewunderung der Öffentlichkeit gewonnen. Ich bezweifle, dass wir jemals wieder etwas von diesen Patentrollen hören werden. Sehr schön. Ist das nicht toll? So. Okay, muss ich kurz überlegen. Spielwelt, ich weiß nicht, das reizt mich gerade hier alles nicht. Machen Sie mal so. Machen Sie Round Sound und sehen, ja, Stereo wird rausgenommen. Auch sehr cool. Tammy ist ein bisschen überfordert. Okay. Oh, da fehlt noch ein Mitarbeiter. Ah ja, natürlich. Kann man natürlich nicht machen. Und schauen wir mal, was das für eine Wertung hingibt mit so vielen neuen Mitarbeitern. Aber es wuselt auf jeden Fall ordentlich auf dem Bildschirm hier. Diese kleinen Pünktchen. Ich glaube, sie können wir jetzt mal langsam in Urlaub schicken, aber sie geht selber in Urlaub. Trainieren? Nee. Sie wollen wir trainieren. Sie wird jetzt Technologiespezialist und er... Nein, er ist es auch nicht. Sie. Ach, 100 Punkte. Puh. Okay. Gut. 100 Punkte brauchen wir dafür. Na, schauen wir mal. Wenn wir 100 Forschungspunkte noch zusammenkratzen. Hätten wir halt zuerst Design machen sollen, ne? Tammy Park. Wieso für Tammy Park? Ah, Boost. Okay. Ja, aber das kann ich mir jetzt gerade nicht... Kann ich mir gerade nicht reinhauen. So, was haben wir denn da? Stereoskopische 3D. Oh. Synchronsprecher. Wir hauen uns Synchronsprecher. Geben uns Synchronsprecher und schauen mal die Bewertung hier an. Oh, jetzt könnte. Ah, gut, 7. Ah, ja, 8. Ah, jetzt hör auf. Ich dachte zuerst hier, es geht in den unteren Bereich, aber das ist ja Bombe. Das ist eine Bombenbewertung. Was können wir denn noch falsch machen? Fast nichts. Spielbericht erstellen können wir noch machen. Und dann können wir eigentlich schon nichts mehr forschen, weil wir brauchen 80 Forschungspunkte und 100 für unseren. Designer, unseren Spezialisten. Und das bedeutet, wir kloppen jetzt erstmal nochmal eine neue Engine raus. Sie macht den Spielbericht. In der Zeit können wir eigentlich schon mal eine Engine raushauen. So, und dann machen wir nämlich das folgendermaßen. Den Synchronsprecher nehmen wir natürlich rein. Und den Stereo-Sound raus. Dann müssen wir den auch nicht bezahlen. Wo es 50.000 völlig egal ist. Das bisschen Geld. Spielbericht. Verbrechen, Rollenspielen ist okay. Sound scheint für die nicht wichtig zu sein. Genre so großartig, okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und Zielgruppe auch großartig. Kevin Flynn und alle anderen sind neu im Team und werden sich noch verbessern. Was soll ich denn dazu sagen? Das ist ja spitzenmäßig. Wir schicken die natürlich direkt in Urlaub. Die wo müssen, dass wir die fit haben für das nächste Spiel. Ja, ja, hier auch. Ab in Urlaub. Dass die uns da nicht halblebig. Ja, komm, 100 wäre cool. Nein. Oh, was? Nein! Na gut, dann halt nicht. Dann halt keine 100. Dann werden wir halt die nächste Fortsetzung erstmal entwickeln. Und zwar Expedition. Expedition. Schreckliche Kombi. Expedition. Ist ja interessant. Das war Abenteuer, oder? Nee, Rollenspiel. Abenteuer? Definitiv, oder? Und vielleicht Action? Mal das Maus oder habe ich das schon? Ah, ich weiß es gerade gar nicht. Abenteuer Action. Ja, wir probieren es einfach. Ich weiß es echt gerade nicht. Zack. Groß.
Expedition 2. Wer hätte es gedacht? Wir starten die Entwicklung. So, Expedition 2 ist am Start. Ja, wer hätte es gedacht? 1 Million, juhu, lale. Story und Quest, ja. Engine, Gameplay. Echt mal so auf 50, würde ich sagen, mal, oder? War noch irgendwas? Nein. Da wir uns ja, da wir ja zwei Genres haben, weiß nicht, wie sich das wertet, ob das 50-50 ist, oder? Ich meine, heute ist ja irgendwie alles ein Mix aus allem. Künstliche Intelligenz brauchen wir dann nicht. Synchronsprecher holen wir trotzdem an Bord. Dialoge im Abenteuer. Können wir ein bisschen runter, glaube ich. Mal sehen. Multiplattform. Guck an, guck an. Das wird ja auf jeden Fall interessant. Eine neue Spielarbeit. Ja, gehen wir als Presse wieder. Mehr von der Spielweltdesign, mehr von der Engine. Das muss ich mir ganz überlegen. Oh, jetzt weiß ich gar nicht. Also, das weiß ich nicht, ist ja auch blöd. Was habe ich denn jetzt mehr gemacht? Engine? Ich glaube, das war 50-50, oder? Ich gucke an Spielweltdesign. Keine Ahnung, Abenteuer. Oh, Marketing haben wir nie gemacht, ne? Vergesse ich jedes Mal, weil es einfach so versteckt ist. Mitten in der Spieleentwicklung noch das Marketing schnell zu machen. Dass unser Hype hochgeht. Ja. Na gut. Das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Und beim nächsten Mal schließen wir dieses Spiel hier ab. Und wir werden sehen, ob es uns noch reicher macht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.